Ja, guten Tag auch von meiner Stelle aus. Zuerst zum Treffen von 10 EU-Mitgliedstaaten zur Flüchtlingspolitik. Man könnte wohlwollend sagen, sie haben sich bemüht. Man könnte aber auch sagen, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Das Treffen hat vor allem Dingen tiefe Gräben offenbart, die in der EU-Flüchtlingspolitik zwischen den Staaten liegen. Von einer solidarischen Aufteilung der Flüchtlinge oder Flüchtenden auf alle EU-Mitgliedstaaten war schon gar nicht mehr die Rede. Wir haben erlebt, dass Länder wie Ungarn, die eine schreckliche Flüchtlingspolitik machen, oder auch Kroatien, sich nur noch als Zaungäste fühlen, was ja im wahrsten Sinne des Wortes auch zutrifft. Sie machen ja Zaunpolitik und betrachten offensichtlich es nicht mehr als ihre Aufgabe, die Flüchtlingsfrage mitzulösen. Natürlich kann man Herrn Juncker nur recht geben, dass es für Europa unwürdig ist, wenn Menschen im Freien schlafen müssen oder durch Schlamm waten müssen und keine feste Unterkunft bekommen. Dafür sind aber die Lösungen doch etwas dürftig ausgefallen. Ich glaube nicht, dass die EU sich darauf beschränken kann, mehr Zelte, mehr Häfer und mehr Decken entlang der Balkanroute zu liefern, sondern es muss grundsätzlich daran gearbeitet werden, dass die Flüchtlinge in Europa geschützt untergebracht werden und dass die Unterkünfte auch in ganz Europa winterfest gemacht werden, damit die Menschen nicht frieren oder gar hungern müssen. Das Ganze darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass offensichtlich die Balkanstaaten als erstes zu Transitzonen gemacht werden sollen. Oder auch über sogenannte Hotspots sollen die Flüchtlinge eben dort registriert werden. Die Guten dürfen dann weiterziehen, der Rest muss wieder zurückgehen. Wir halten es auch für falsch, dass insbesondere die Abschottungsagentur Frontex gestärkt werden soll. Das ist das falsche Signal. Jeder Euro, der weiter in Stacheldrahtzäune und militarisierte Flüchtlingsabwehr führt, ist falsch ausgegebenes Geld und eine Bankrotterklärung der EU. Wir erleben gerade, begünstigt durch die Austeritätspolitik der EU, aber auch durch die Nichtlösung der Flüchtlingsfrage, einen beängstigenden Anstieg rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa. Die Wahlen in Polen sind ein erneutes Alarmsignal. Zuvor war schon in Österreich ein starker Anstieg von rechtspopulistischen Stimmen zu verzeichnen. Die Rechtspopulisten haben für die Flüchtlingsfrage keine Lösung anzubieten, aber sie schüren Ängste. Und umso weniger die EU in der Lage ist, diese Lösungen anzubieten, umso stärker werden die Rechtspopulisten werden. Deswegen können wir nur davor warnen, einerseits in die Sprache der Rechtspopulisten selber zu verfallen, wie das die CSU derzeit macht. Das ist unerträglich, was von Herrn Seehofer oder von Herrn Herrmann zu hören ist. Das ist wirklich die Pegidisierung der CSU und spült direkt Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass ich kein Verständnis dafür habe, warum in Portugal keine Linksregierung in Kraft treten darf, obwohl sie doch die Wahlen gewonnen haben. Hier haben die Linken die Wahlen gewonnen. Und der Präsident weigert sich, einen Regierungsauftrag an eine politische Mehrheit zu geben, mit dem Verweis, dass die EU-Verträge und die EU-Bedingungen, damit ist insbesondere die Austeritätspolitik gemeint, eingehalten werden. Das wird im Übrigen auch nicht gerade europafreundliche Tendenzen befördern. Zur Flüchtlingspolitik in Deutschland kann man nur sagen, dass Frau Merkel gut beraten ist, den Scharfmachern in ihrer Partei nicht nachzugeben und dass jetzt aber den Worten auch Taten folgen müssen.
Es muss ein deutliches Signal erfolgen, damit Menschen, die Abstiegsängste haben, ihre Angst genommen wird und sie nicht quasi zum Opfer rechtspopulistischer Parteien werden. Dazu gehört der Vorschlag, dass eine Sozialgarantie gegeben werden muss. Wir haben erlebt, dass bei der Finanzkrise es ohne Probleme möglich war, eine Garantie auf Sparguthaben zu geben. Die Bundesregierung könnte jetzt auch ganz klar sagen, aufgrund der Flüchtlingskrise wird es keinen Sozialabbau geben. Es wird weder Hartz IV gekürzt noch an sonstigen Sozialleistungen in irgendeiner Form rumgedoktert. Im Gegenteil, wir könnten sogar die Chance nutzen, der Widersprüche, die jetzt größer geworden sind auf dem Wohnungsmarkt oder bei der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, Verbesserungen für alle Menschen in diesem Land zu organisieren. Die Kommunen müssten eben jetzt dauerhaft finanziell unterstützt werden und nicht von der Hand in den Mund, wie wir das die letzten Monate dauerhaft erleben. Wir bräuchten ein umfassendes Investitionsprogramm für bezahlbaren Wohnraum, für den Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge und der öffentlichen Infrastruktur. Wir brauchen mehr Erzieherinnen, mehr Lehrerinnen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen, auch natürlich für die Menschen, die hier schon länger langzeitarbeitslos sind. Wenn wir dieses Signal praktisch geben könnten, dann würde in der Tat völlig anders über die Flüchtlingsfrage diskutiert. Es würde nicht mehr diskutiert, dass die Flüchtlinge nur Probleme verursachen, sondern sie würden eben auch Chancen geben, soziale Nöte, die durch eine falsche Politik in diesem Land schon lange vorhanden sind, für alle Menschen zu beseitigen und nach vorne zu schauen. Ein solches Investitionsprogramm würde im Übrigen direkt wie ein Investitionsprogramm wirken, das die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ankurbeln würde. Ohne ein solches Signal, dass die Regierung die Probleme im Land sieht und ernst nimmt, wird leider die Sache nach hinten losgehen. Und wir müssen deutlich machen, dass die finanziellen Lasten und die finanzielle Verantwortung für den Anstieg der Flüchtlingszahlen nicht auf die Bürger und Bürgerinnen abgewälzt werden darf. Wir haben den Vorschlag gemacht, und ich würde ihn noch mal wiederholen, dass Rüstungskonzerne durch eine Friedensabgabe für das verursachte Leid bezahlen müssen. Es gibt ja keinen Zweifel, eine Hauptursache der Flucht ist Krieg, und Waffenexporte begünstigen den Krieg. Diejenigen, die davon profitieren, müssen eine Friedensabgabe bezahlen. Und wir sagen natürlich, es muss mit diesen Waffenexporten in Krisengebieten sofort Schluss gemacht werden. Es geht heute in den Medien um, dass die Kosten für die Flüchtlinge ungefähr 10 Milliarden Euro ausmachen würden. Ich glaube, das ist in der Tat zu stemmen. Und wir könnten natürlich auch darüber diskutieren, dass durch eine gerechte Steuerpolitik, durch Einführung der Millionärsteuer und einer vernünftigen Erbschaftssteuer für hohe Erbschaften, es eine gerechte Lastenverteilung gibt. Ich habe mich gefreut, dass das die Jusos im Übrigen auch so sehen und das von ihrer Partei jetzt gefordert haben. Ich weiß nicht, was mein Herrn Kahrs in den Kaffee getan hat, dass er diesen Vorschlag als schwachsinnig bezeichnet hat oder krank im Kopf. Er legt damit, glaube ich, ein doch schlechtes Zeugnis davon ab, welche Zustände in der SPD herrschen, wenn man meint, durch einen Vorschlag für sozialgerechte Steuerpolitik würde man die AfD befördern. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn die Leute, die die ganze Zeit unter einer ungerechten Verteilungspolitik leiden, zur Kasse gebeten werden, dann spült man Wasser auf die Mühlen der AfD. Wenn man aber sagt, diejenigen, die schon seit Jahren zu wenig herangezogen werden zur Finanzierung des Gemeinwohls, müssen jetzt mehr bezahlen, dann macht man genau das Gegenteil. Ich habe schon darauf hingewiesen,
dass die CSU hier wirklich das Geschäft der AfD macht. Die Erfahrung der letzten Jahre ist immer, wenn eine Radikalisierung nach rechts erfolgt von CDU oder CSU, tut man die wirklich Rechten salonfähig machen. Das erleben wir die letzten Wochen. Ansteigen in den Umfragen tut nicht die CSU und nicht die CDU, sondern tut die AfD. Und deswegen muss Frau Merkel hier ein klares Wort sprechen. Vorschläge, dass Kriegsflüchtlinge nicht mehr aufgenommen werden, also die völlig im Widerspruch zur Genfer Flüchtlingskonvention sind, dürfen nicht toleriert werden. Das hat im Übrigen mit christlich-sozialer Politik auch nichts zu tun. Ich wäre mal gespannt, was da dazu der Papst sagen würde. In eine ähnliche Richtung geht die Frage der Weiterbildung von Hartz-IV-Empfängern. Eine kleine Anfrage der Linken hat ja zutage gebracht, dass diese Mittel erheblich gekürzt wurden in den letzten Jahren. Und in der Tat, die Weiterbildungszahlen von Langzeitarbeitslosen, also Hartz-IV-Bezieher und Bezieherinnen, dramatisch zurückgegangen sind. Gleichzeitig sind über 54% der Langzeiterwerbslosen ohne Ausbildung. Hier eine Offensive zu starten und dafür zu sorgen, dass Menschen, die bei uns langzeitarbeitslos sind, eine ordentliche Weiterbildung und Umschulung bekommen können und damit wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können, wäre genau in der heutigen Zeit besonders wichtig. Alle anderen Botschaften, dass Hartz-IV-Leistungen für Flüchtlinge zum Beispiel gesenkt werden sollen, wo sofort alle Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher fürchten müssen, das wird sie in der nächsten Stufe treffen, ist das völlig falsche Signal. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar Sätze zu den Wahlen in der Türkei machen. Wir haben ja schon kritisiert, dass mit Erdogan einfach verhandelt wird, wie wenn wir es hier nicht mit einem autoritären Despoten zu tun hätten, der die Demokratie und die Toleranz in der Türkei mit Füßen tritt. Wir müssen noch mal sagen, dass vor den Wahlen in der Türkei in der Tat kein fairer Wahlkampf stattfindet. Die HDP musste aus Angst veranschlagen, alle öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen absagen. Man kann hier nicht, ihre Wahlzeitung wurde sogar vom Gericht verboten, man kann hier nicht sagen, dass hier Chancengleichheit besteht. Trotzdem gehen wir davon aus, dass die Wahlen nicht so ausgehen werden, wie das Erdogan erhofft. Aber die Linke wird auf Einladung der HDP 40 Wahlbeobachter in die Türkei schicken. Die größte Delegation stammt aus Baden-Württemberg, auch Genossinnen und Genossen aus Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Rheinland-Pfalz werden dabei sein. Darunter die Europaabgeordneten Martina Michels und der stellvertretende Parteivorsitzende Tobias Pflüger sowie die Bundestagsabgeordneten Jan van Aken, Heike Hensel und Karin Binder. Die Wahlbeobachter haben die Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass ein fairer und rechtsmäßiger Ablauf der Wahlen erfolgt. Wir sind stolz darauf, dass so viele linke Abgeordnete, Mandatsträger, aber auch Ehrenamtliche diese Aufgabe am 1.11. wahrnehmen können. Und wir hoffen, dass keine weiteren Anschläge erfolgen, Menschen gefährdet oder gar getötet werden.